Hallo ihr Lieben, bei diesem Video bitte ich schon vorab um Entschuldigung für vielleicht die Schärfe, die ich befürchte, dass das Video entwickelt. Ich bin ein bisschen Sorge, dass ich Menschen damit verprelle, die ich gar nicht verprellen will, aber das Thema ist einfach total wichtig für mich und eben wirklich entscheidend wichtig, dass wir da etwas verstehen, was derzeit in meiner Wahrnehmung, in meiner begrenzten Wahrnehmung weithin leider anders gesehen wird. Und zwar geht es darum, dass die Losdemokratie, für die ich mich ja beständig stark mache, also eine andere Institutionalisierung der Demokratie über das demokratische Losverfahren, über geloste Bürgerversammlungen, kein anderes Repräsentationssystem ist. Es geht in der Losdemokratie nicht um Repräsentation. Wer noch glaubt, es ginge um Repräsentation, also einfach nur, ja, es gibt Repräsentation durch Wahlen und es gibt Repräsentation durch das Losverfahren, hat, so möchte ich behaupten, Demokratie ganz grundsätzlich noch nicht verstanden. Denn was Demokratie ist, ist kein Repräsentationssystem, sondern ein Präsenzsystem. Und das ist das genaue Gegenteil. Also das Ziel von Demokratie ist nicht, dass in einem gelosten Bürgerrat die Gesellschaft besser abgebildet ist, wie immer wieder gedacht wird. Das Ziel über das Losverfahrens ist, dass alle Bürger regelmäßig selbst Politik machen. Das heißt, Demokratie ist es erst dann, wenn das Losverfahren extensiv in der Breite regelmäßig verfassungsmäßig angewandt wird. Und dann, genau dann, ist das Losverfahren eben nicht Mittel einer besseren Repräsentation, sondern das Mittel, die Bürger präsent im Staat zu machen. Ja? Die Bürger in die Politik, ins Zentrum der Macht zu bringen. Und zwar nicht bestimmte Bürger und nicht wenige Bürger, sondern alle Bürger. Und das und nur das ist Demokratie und nichts sonst. Und das können wir überdeutlich sehen mit all seinen Vorteilen und Problemen im antiken Griechenland, die eine solche Präsenzpolitik hergestellt haben über das demokratische Losverfahren. Ja. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, wenn es also jetzt darum geht, alle Bürger zu politischen Subjekten zu machen. Warum machen wir das dann nicht einfach über Volksabstimmungen oder gleich Online-Abstimmungen? Da gibt es mehrere Probleme. Erstens, auch Volksabstimmungen und Online-Petitionen oder Ähnliches machen uns ja nicht präsent. Weder präsent im Staat noch präsent füreinander. Dann ist die generelle Kritik daran, die schon David van Reebroek, also ein anderer internationaler Fürsprecher für das Losverfahren, immer wieder vorgebracht wird. Das sind Verfahren, also sowas wie Volksabstimmungen oder auch Meinungsumfragen oder Online-Votings. Das sind Verfahren, die uns fragen in dem Moment, die uns fragen, was wir denken, in dem Moment, in dem wir nicht denken. Die also unsere Gedankenlosigkeit uns im gedankenlosen Zustand abfragen. Und das wird man immer erstmal bestreiten, aber der Punkt ist halt, in dem Moment, wo wir nach unserer Meinung gefragt werden, werden wir nach unserer privaten Meinung gefragt und nicht nach unserer politischen Meinung. Unsere politische Meinung wäre die, die wir hätten, wenn wir Gelegenheit zum freien, gleichrangigen Austausch mit unseren Mitbürgern und Mitbürgerinnen vorher gehabt hätten. Und den hatten wir nicht. Das heißt, Meinungsumfragen, Volksabstimmungen und Internetabfragen fragen gar nicht nach unserer politischen Meinung, sie fragen nach unserer privaten Meinung, die sehr oft von unserer eigenen politischen Meinung abweicht, also von der Meinung, die wir entwickeln würden, wenn wir vorher ausführlich Gelegenheit gehabt hätten, uns mit unseren Mitbürgerinnen in der Allgemeinheit auszutauschen. Und das heißt, diese ganzen Verfahren, genauso wie Wahlen, sind eigentlich Privatisierungen des Politischen. Ja, Sie spiegeln unsere Privatmeinung in einen Raum hinein, der vermeintlich für politisch gehalten wird, aber noch gar nicht politisch ist, weil eine entscheidende Zutat fehlt, neben der allgemeinen Teilnahme, nämlich die Zutat des Austauschs der Bürgerinnen untereinander. Ja, wir stehen ja nicht im Austausch miteinander, während wir Volksabstimmungen da ein Kreuzchen machen, irgendwo sind wir für oder gegen was. Wir wissen über vieles gar nicht Bescheid, zum Beispiel über viele Folgen, die diese Entscheidungen für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger gar nicht haben, also Folgen, die sie haben, die wir aber nicht wissen können, weil wir nicht in Austausch stehen. Und dann ist es eben auch so, Allgemeinheit und Gleichrangigkeit wird da nicht erreicht. Allein auf öffentliche Diskurse
haben unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Mitteln hochgradig ungleichen Einfluss. Das ist nicht das demokratische Kriterium. Wenn ungleicher Einfluss gegeben ist, ist es nicht demokratisch. Und die Öffentlichkeit ist immer von ungleicher Beeinflussung gekennzeichnet. Ja. Wie könnte das anders sein? Da die Öffentlichkeit ist unheilbar asymmetrisch. Ja. Also da darf man der Öffentlichkeit als Form auch gar nicht böse sein. Sie kann da einfach nur was Bestimmtes nicht leisten. Ja. Was aber geloste Bürgerversammlungen sehr wohl leisten können. Ja, also Gleichwirksamkeit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern herzustellen, also Demokratie zwischen uns herzustellen. Und also es gibt viele, viele Gründe, warum es völlig unentbehrlich ist, dass wir Bürgerinnen und Bürger physisch zusammenkommen und uns physisch austauschen und das in der Allgemeinheit. Ja, und dann haben wir halt ein System, das ein Präsenzsystem ist und nicht ein Repräsentanzsystem ist. Ja, wo alle füreinander präsent sind und wo auch alle in Präsenz den Staat bilden, dadurch, dass sie präsent sind und gerade nicht dadurch, dass wir versuchen, sie durch lauter untaugliche Verfahren zu repräsentieren. Das ist die wahre Wahl, die wir haben. Repräsentanzsysteme oder Präsenzsysteme? Repräsentanzsysteme sind im Kern aristokratisch, Präsenzsysteme sind im Kern demokratisch. Und das ist eine ganz grundlegende Wahl. Das große Problem heute ist, dass heute es sich durchgesetzt hat im allgemeinen Bewusstsein, im öffentlichen Bewusstsein, Repräsentanzsysteme irrtümlich für demokratisch zu halten, obwohl sie das sachlich nicht sind. Ja? Wenn es Demokratie ist, dann ist es ein Präsenzsystem und kein Repräsentanzsystem. Und das sehen wir bei den Erfindern der Demokratie, bei den alten Griechen im antiken Athen. Das waren Präsenzsysteme. Die Bürger wurden füreinander präsent gemacht und gingen im Zentrum des Staates ein und aus, wenn man von Staat damals überhaupt schon reden will. Aber sagen wir so, sie gingen im Zentrum des Politischen ein und aus, in dem, was für uns heute der Staat ist. Ja. Und naja, das machen wir nicht. Deswegen sind wir Aristokraten. Wir sind strukturell Aristokraten geblieben, die sich selber fatalerweise selbst die Geschichte selbst erzählen, dass sie in einer Demokratie leben würden, obwohl es sich um Repräsentanzsysteme handelt. Wenn man jetzt mit Losverfahren kommt und denkt, man hat mit dem Losverfahren einfach nur ein besseres Repräsentanzsystem, dann hat man einfach die ganze Geschichte noch nicht verstanden. Entschuldigung. Ja, es geht darum, alle präsent zu machen, alle gleich präsent im Staat zu machen und es geht darum, auch uns auch füreinander präsent zu machen. Ja, greifbar. Wir müssen uns wechselseitig begreifen und das können wir nur in Unmittelbarkeit, in unmittelbarer Begegnung. Das lässt sich über Öffentlichkeit nicht machen, das lässt sich nicht übers Internet machen, lässt sich schon gar nicht dadurch machen, dass wir auf irgendwelche Zettel oder in irgendwelche Tools Kreuzchen machen. Dadurch werden wir nicht füreinander präsent. Das sind letztlich unmenschliche Formen, Politik zu machen, weil der Faktor Mensch gar nicht für uns greifbar wird. Wir kriegen gar kein Gefühl dafür, was bestimmte politischen Entscheidungen für bestimmte Menschen bedeuten. Warum? Weil wir mit diesen Menschen gar nicht in Kontakt stehen und auch nie in relevanten Kontakt kommen können auf die Art und Weise, wie wir vorgehen. Geloste Bürgerversammlungen bringen uns aber ineinander, füreinander relevanten Kontakt. Und da merken wir, wenn wir so und so entscheiden würden, dann hätte das für bestimmte Menschen drastische Folgen, die uns aber in unserem privaten Alltag gar nicht bewusst sind und auch gar nicht bewusst sein können, weil wir eben in diesem privaten Alltag mit ganz vielen Menschen, die diese politische Entscheidung betrifft, gar nicht in Kontakt stehen. Weil wir in einer differenzierten Gesellschaft leben. Ja? In einer hochdifferenzierten, riesigen Gesellschaft, in der wir natürlich mit den allermeisten Menschen in unserem privaten Alltag eben nicht in Kontakt stehen. Und deswegen wissen wir auch nicht, was die Folgen unserer eigenen politischen Entscheidungen, in Wahrheit privaten Meinungen, eben hätten. Ja? Wir verwechseln die ganze Zeit unser privates Meinen mit unserem politischen Meinen. Wir kennen den Unterschied gar nicht. Wir glauben, wir meinen privat und politisch das Gleiche, aber das ist nicht der Fall. Das ist ja der Witz an der Politik. Wenn das nicht so wäre, bräuchte man gar keine Politik. Wenn unsere Privatmeinung, unsere politische Meinung identisch wäre mit sich, wäre Politik überflüssig. Ist es aber nicht. In politischen Prozessen durchlaufen wir alle Transformationsprozesse und das typische Ergebnis eines politischen Prozesses ist, dass alle gleichzeitig ihre Meinung etwas modifizieren, wenn nicht sogar radikal ändern. Also Politik hat einen Impact auf uns. Politik verändert uns. Mit der Allgemeinheit, den Menschen in der Allgemeinheit, der Menschen in ihrer Differenziertheit, in ihrer Verschiedenheit zu begegnen, verändert uns. Das haben wir aber nicht in unserem privaten Alltag. In unserem privaten Alltag bewegen wir uns in einer Bubble, in einem krassen Ausschnitt aus der Gesamtgesellschaft, der in keiner Hinsicht irgendwie repräsentativ für die Gesellschaft wäre. Und das gilt für alle Menschen gleichzeitig. Wenn man jetzt all diese unterinformierten Privatmeinungen einfach wild zusammenwirft, kommt aber nicht Politik raus,
Es kommt der Battle der privaten Meinungen raus. Und das ist der Zustand, in dem wir sind. Deswegen läuft es ja auch so schlecht. Alle haben ihre privaten Vorurteile. Das wird zu wild zusammengeschüttet. Und das soll dann Politik sein. Das ist nicht Politik. Politik ist, wenn wir Gespräche miteinander haben. Politik ist, wenn wir in wirklichem zwischenmenschlichem Austausch miteinander stehen. Politik ist, wenn wir in einem gehaltvollen Sinne Dialoge haben, Gespräche haben, die uns verändern, weil wir in diesen Gesprächen Informationen erhalten, die wir auf keinem anderen Weg erhalten können, außer in solchen zwischenmenschlichen Gesprächen. Und das sind eben Formen, die alle Menschen mit allen Menschen haben müssen. Das heißt, es braucht das Gespräch der Gesellschaft mit sich selbst. Es braucht das Gespräch von uns allen in der Allgemeinheit. Und genau das haben wir nicht institutionalisiert. Und genau das institutionalisiert Demokratie, wenn sie wirklich Demokratie ist. Und das geht nur übers Losverfahren und über unmittelbare Begegnungen der Bürgerinnen und Bürger in der Breite, regelmäßig, verfassungsmäßig. Und deswegen ist Demokratie ein Präsenzsystem und nicht ein Repräsentanzsystem. Und wer das nicht verstanden hat, hat Demokratie noch nicht verstanden, möchte ich dreist behaupten. Ceterum censeo, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politie, die Demokratie gelost werden muss.